Ladies and Gentlemen, welcome zu einem neuen Let's Play Starbound. Oh, die Massen toben! Oh mein Gott, es ist Swain, es ist Fate! Oh, ich will ein Kind von dir! Draußen stehen zwei, nehmen dir eins weg. Ja, hallo. Ja, wie ihr seht, wir haben uns etwas Lustiges ausgedacht. Ich hoffe, es gefällt euch. Das werden wir natürlich jetzt nicht jede Folge machen, oder? Ich weiß noch nicht. Können wir uns überlegen. Ja, der Swain ist gerade so überwältigt von meiner Schreierei, glaube ich. Ja, ich sag nichts mehr. Boah, total. Boah, ich bin gerade in Ohnmacht gefallen. Ja, wie ihr seht, Starbound. Wir haben uns das vorgenommen und wir werden es dann jetzt auch tun. Nach 150 Neuaufnahmen haben wir gedacht, machen wir heute mal eine lange Session und werden ordentlich Folgen rausknallen. Also werdet ihr natürlich wieder einen Tag und Tag für Tag dann bekommen, aber... Ja, und wir Folge, naja. Folge für Folge. Genau. Yeah! So, willst du? Wer redet zuerst? Ja, das ist mir eigentlich vollkommen egal. Ich will runter, ich will auf den Planeten, ich will... Du willst runter, ich mach kurz eine Schnelleinführung. Für jeden, der das Starbound noch nicht kennt, gibt unterschiedlichste Rassen. Wir haben jetzt hier einmal so einen Fischmenschen, hier ich, der Fate, hüpf, hüpf. Und er ist eine Blume. So eine Plantera, dann gibt's noch so Vögel und was weiß ich nicht. Okay, interessiert keinen. Vögel. Dann hat man am Anfang eine Quest, da kannst du ja mal kurz drauf zeigen, das reicht so ein Ausrufezeichen, die besagt, man soll am Anfang hier in diesem Safe die Standardklamotten rausnehmen, da ist ein Schwert drin, da ist ein Antimaterie-Ding, bla blub, Sülz drin, so ein Magnet oder was. Das ist im Prinzip das erste Abbau-Gedöns, womit man Steine und so abreißen kann. Dann hat man ein paar Fackeln. Ja, ein bisschen Setzlinge so zum Essen anbauen und ansonsten war es das eigentlich auch schon. Dann gibt es diesen ersten Questerfolg, den hat er ja schon und dann würde ich sagen, muss jetzt einfach mal runter, genug gelabert. Zeigen! Ja, das können wir auch machen. Ich habe den Zuschauern auch mal die Quest gezeigt gerade noch, weil man kann ja abgeschlossene Quests dann nochmal zeigen. So, ja. Matter! Los geht's! Matter! Hier hin, ja, hier, guck mal, hier ist schon was. Ja. Oh, guck mal, da hinten ist gleich schon... mal ein bisschen Holz ab, wir brauchen ja alles. Da hinten ist gleich hier schon... Ja, und direkt Kohle hier. Ja, Material, halt Material. Also vor, ich muss mal sagen, wie viele Folgen waren es, was wir mal gemacht haben? 10? 15? Irgendwas immer dazwischen, mal wieder neu angefangen, mal wieder nicht neu angefangen. Habe ich das Spiel auch mal tatsächlich blind gespielt? Nun kenne ich ein bisschen was, also zumindest komme ich besser klar. Ja, aber ich finde das gar nicht so verkehrt. Also ich meine, ich glaube, jeder, der sich das anguckt, hat entweder selber schon gespielt oder erwartet vielleicht auch so ein bisschen etwas Erfahrenes, um das Spiel halt auch kennenzulernen. Und ja, so weiß ich wenigstens die Basics. Ja. Also am Anfang bin ich ja nur gestorben. Ja, ich mehr als du. Ja, später. Ne? Ich glaube, ich bin die ersten dreimal gestorben und danach nur noch du und ich habe überlebt. War episch. Episch. Nein, so episch war es gar nicht. Deswegen haben wir ja Kohle hier ab. Neu angefangen. Wobei jetzt eigentlich viel wichtiger Holz und Stein. Und erstmal Steine sind. Ich bin schon beim Stein. Damit wir eine Picke bauen können. Ja, sehr gut. Geil wäre natürlich... Kohle ist jetzt nur für die Fackeln vielleicht wichtig, ja. Ansonsten. Aber geil wäre natürlich, wenn wir gleich Kupfer finden würden, können wir gleich die Kupferpicke bauen. Das wäre natürlich nochmal ein Sprung, aber das auch erstmal abzubauen. Also das Erste, was man tatsächlich, finde ich, machen sollte, ist erstmal eine Steinpicke. Ja. Weil mit diesem komischen Magneten, das dauert ja Jahrzehnte. Richtig. Dark Matter. Boah. Oh, da kommt schon wieder was angeflitzt. Jo. Ich finde das Schwert auch viel besser als bei den Vögeln. Mhm. Finde ich ein bisschen cooler. Da unten ist was. Ja, bei diesen Fischen, das ist alles so relativ asiatisch angehaucht. Da erhoffe ich mir auch hinterher dann so Optiken, Samurai-Schwerter und weiß ich nicht. Aber man will ja jetzt auch nicht so viel erzählen. Aber naja, man sieht das ja dann. Ich finde die Bäume cool. Wolkenbäume, ja. Fällt dir das da vorne auf bei dem Mob? Das sieht aus, als wenn der einen Sattel auf dem Rücken hätte. Ja, oder ein Korsett an, ne? Ja, das waren eigentlich mal dicke Monster. Aber mittlerweile tragen sie alle Korsett. Ja, also wie so ein Samurai-Schwert sieht mein Schwert ja jetzt nicht aus. Nee, mir ist auch aufgefallen, dass die Schwerter halt ziemlich zerstört sind, ne?
Die heißen ja auch, ja, glaube ich, halt irgendwie so Broken oder so, ne? Heißen die nicht irgendwie Broken Sword oder sowas? Das heißt, glaube ich, bei jedem anders. Jeder hat ja auch eine andere Startrüstung. Also ich finde jetzt die hier gerade, so diesen Umhang, den ich da trage, schon eigentlich ziemlich cool. Ja, Jedi-Style. Das hat echt Jedi-Style. Ja, so Samurai-mäßig halt. Ja. Naja. Ja, auch wenn man oben mein Raumschiff guckt, das ist ja auch so asiatisch. Irgendwie, wie heißen diese? Koi-Karpfen-mäßig. Ja, Koi kommt ja, glaube ich, so aus dem chinesischen, thailändischen, irgendwas da. Japanisch, so. Irgendwie sowas. Ja, oder japanisch. Irgendwas so in dem Ost, Länder-Stil, sag ich mal. Ostländer-Dreieck. Ja. Ist es ein Dreieck? Ja, die Schlitzis. Na. Schlitzis. Wie man immer die Namen dank seiner, Ja, wir sind die Crowds. Ja. Ich weiß gar nicht mehr warum, ich wusste es mal. Ja, wegen hier Weißkohl, glaube ich, oder was. Dabei muss ich ganz ehrlich sagen, ich mag überhaupt keinen Weißkohl. Obwohl. Es ist ja auch jetzt kein Nationalgericht. Nee. Oh, ich bin fast tot. Dann lasse ich das eine, ich glaube Eisen oder so war das da. So, du hast ein bisschen Steine gefunden, hast du gesagt. Ja, aber glaube ich, ich habe 20 Cobblestone. Hier rechts ein bisschen weiter. Ah, der Mob ist rot, okay, der tut mir nichts. Ja, der ist freundlich. Okay, dann geh doch schon mal rauf und dann brauchst du dir schon mal eine Picke. Ich komme dann sofort nach und baue mir auch eine. Ja, kann ich machen. Dann geht das nämlich alles ein wenig schneller. Crafting Table. Ah, wo ist er? Als erstes müssen wir natürlich erstmal ein Crafting Table bauen, ne? Ja. Dafür brauche ich Wooden Planks. Wie viel brauche ich denn dafür? Was stand hier? 35. Wandel einfach um. Ah ne, du brauchst, glaube ich, ein paar noch für den Bogen, wenn du den Bogen bauen 140. willst. Dann bau dir erst den Bogen und mit dem Rest Holz machst du die anderen Klamotten. 35. Dann den Crafting Table. Jetzt haben wir auch die Quest abgeschlossen. Die nächste Quest sagt uns, dass ich mit einem Bogen, beziehungsweise muss man nicht mit einem Bogen machen, aber mit einem Bogen besteht die Chance, oder ist es eine höhere Chance, Fleisch aus den Tierchen zu bekommen. Und somit steht da, dass man mit einem Bogen ein Tier jagen soll, das Fleisch... Eine höhere Chance ist ein Plattenspieler gerade bei dir. Ein Bogen, eine höhere Chance mit einem Bogen. Einer höheren Chance. Mit einem Bogen. Sabbel. Stimmt, eine Axt brauchen wir auch noch, ne? Ja, und Bogen mit einer höheren Chance. Ein Bogen. Wo ist er denn? Da. Hunting Bow. Den kann ich auch schon bauen. Ich will den ja immer gleich abbauen. Ich hoffe, das reicht jetzt an Steinen hier. Ja, ich habe, glaube ich, eben 24 Steine oder so gehabt. Das hat auf jeden Fall locker ausgereicht. Ja. Ja. Ich bin jetzt hier mittlerweile bei 45, dann komme ich noch. Ja, das sollte reichen. Also, das ist ja. Ja, ich hatte natürlich ein bisschen weiter gedacht. Direkt auch dann Ofen und Fleisch, was wir alles so machen können. Ah, den Tisch hast du schon. Wunderbar, den reiße ich kurz ab. Too much fate, too much. Kriege ich nämlich den Quest-Erfolg auch. Wunderbar. Ich muss erstmal meine Sachen hier kurz sortieren. Da ist der Tisch. Zack. Das hier kommt auf die 6. Das. Dann nach Campfire, brauchen wir direkt zwei Stück. Da brauchen wir nämlich eh mehr von. Warum ich jetzt zwei Campfire gebaut habe, wir brauchen gleich ein Campfire mehr für den Ofen. Ja, stimmt. Da braucht man ja... Man gradet hier ja auch Sachen ab. Wenn man sich Rüstungen gebaut hat, gradet man die nachher ab. Also man braucht immer die alte Rüstung. Es ist nicht so, man findet Diamanten und baut sich gleich hier eine Ultra Dark Matter Diamond Rüssi oder so, sondern man muss immer also Stufen für Stufen machen. Furnace. Was wollte ich denn machen? Ach ja, genau. Ich wollte ja diesen hier komischen Meta-Manipulator erstmal loswerden. Und dann kommt das dahin. Das ist die... Ah, ich habe mir jetzt eine Hake gebaut. Diesmal mal in die Ecke. Ich habe mir jetzt eine Hake gebaut. Ich wollte gar keine Hake bauen. Ich wollte eine Axt haben. Ach, verplant wie immer. Wo ist denn die Axt? Ich kieke. Da. Stone Axe. Dafür brauche ich... Hast du nochmal 10 Cobblestone für mich? Nee, leider geht mir das auch gerade aus. Ich hätte doch ein bisschen... Ich baue mir jetzt erstmal eine Picke. Moment. Ja, dann gehe ich nochmal ganz kurz runter und hole mir nochmal 10 Cobblestone. Ja, ich habe noch nicht mal mehr genügend, um mir die Picke zu bauen. Sehr gut. Echt nicht?
Ach nee, du hast ja gerade... Ach so, nee, mir fehlen, nee, Moment, mir fehlen Wood Planks, das war's. Okay, hab mich vertan. Gut. Also Moment, bei mir waren's, wenn ich's gesehen hab, gerade... Ja, 10 Wood Planks. Ja. So, ups, ja. Da will ich doch gar nicht hin. Da ist... So. Wupp, da bin ich wieder. Hallo. Hallo. Bald hast du deine Armee. 20. So, jetzt habe ich die Axt. Ja, ich hoffe es, ich hoffe es. Jungs, helft mir. Das könnte man eigentlich auch schon als Zombie-Armee sehen, ne? Ja, das ist so dieses, das Stupideste, was man sagen kann. Und ja, immer noch aussagekräftig genug. Zombastisch, zombastisch. Was baust du da? Was willst du machen? So. Ich habe mir gerade eine Steinpicke gebaut, eine Stone Hoe habe ich schon mal gemacht. Jetzt sortiere ich gerade mein Inventar, weil das ja einfach mal alles wild durcheinander ist. Du kannst gleich ein Feld anlegen, würde ich sagen. Ein Feld? Ja, ich habe ja hier die Hoe Feld, gebaut. So, Wooden Planks habe ich da. Dann mache ich mal ein Feld. Ja, dann werfe ich dir gleich die Hoe raus. Das Feld ist ein klein wenig links dann von uns. Ja, mach das. Ich kann auch da gleich einen Trick zeigen, wie wir das ein bisschen platzsparender und immer noch relativ groß, weil du kannst ja auch mit mehreren Etagen, ne, arbeiten. Ja, kann man, aber ich glaube erstmal, wir haben es doch sowieso letztens so ein bisschen rausgefunden, dass wir das Feld eh fast kaum pflegen. Ja, man muss halt auf dem Planeten sein, glaube ich. Das reicht, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob man in der Nähe sein muss. Das muss man mal ausprobieren. Ja, in der Nähe. Entweder auf dem Planeten oder in der Nähe. Aber ich glaube, auf dem Planeten reicht schon. Das hast mich gerade durcheinander. Was wollte ich denn jetzt gerade? Runter auf dem Planeten wollte ich, genau. So. Jeha! Steine! Erinnert so ein bisschen an Minecraft, auch erst mit der Hacke. Ja, das ist halt 2D-Minecraft, ne? Ja, hat ein bisschen was von allem irgendwie. Terraria ist damit drin, Minecraft ist damit drin, ne? Also ich find's saumäßig cool. Ich auch, also mir macht das Spiel echt Spaß. Terraria werden wir, denke ich, auch irgendwann nochmal let's playen. Ja, müssen wir mal gucken, auf jeden Fall. Das hab ich jetzt einfach nur ein bisschen zu oft gezockt, aber wenn dann irgendwann mein Alzheimer einsetzt und ich wieder alles vergessen hab, dann kein Problem. Daher auch das ne? Ja, genau. Ich werde ja so langsam zum Zombie, also passt das ganz gut. Der zombastische Fate. Hätt's dir die Rasse Zombie gegeben, hätte ich glatt die genommen. So Gehirn weg. Da hinten sind wieder die Corsettis. Die kommen gerade in unsere Nähe. Ich mach mal hier ein bisschen... Achso, die... Was? Corsettis, ja genau. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich weiß nicht, was das darstellen soll. Ja, die Mobs, Monster, whatever, sehen sehr komisch aus hier. Aber schau uns an. Also ich mit meinen drei Augen. Du mit deinen Ästen. Ich frag mich ja immer noch, was passiert, wenn du im Regen gerätst? Blühe ich auf? Ja, wahrscheinlich wirst du größer. Ja, yeah, ein Riese. Und was passiert, wenn ich zu viel Sonne abkriege? Bin ich dann durch? Also ich stehe ja alles auf Fisch. Fragen, nur wenn noch keine Antwort. Ich stehe auf Fisch. Ich mag ja Fisch. Ich glaube, also... Hey, geh weg. Also in Ruhe. Ess mich nicht. Also... Irgendwas anderes zum Essen. Wenn wir irgendwann eventuell mal in die Situation kommen, dass ich so viel Hunger habe und wir weiter und weiter zu essen, dann würde ich dich, glaube ich, anknabbern. Also Fisch... Geh weg. Obwohl roh, ich weiß nicht, ob das so eher die Marke Lachs ist oder eher die Marke Seeteufel, weiß ich nicht. Ist ja eine Haifinne da, ne? Eine Sharkfinne. Naja, so in der Sonne getrocknet, stinkend, das ist ja eine Delikatesse für manche, ne? Okay, ja dann. Ja, kennst du das nicht? Nee. Dieses verrottene Hai. Ja, das ist so ein verrottenes Haifleisch. Ich habe das noch nie gegessen, aber das soll auch bestialisch stinken, aber soll eine Delikatesse sein. Mhm. Nee. Genau, so eine Delikatesse. Ja, ja. Ein paar Bandagen. Übrigens, Bandagen sind zum Heilen da. Man heilt immer so 2, 3, 4 so eine roten Bubbles. Bandagen sind zum Heilen da.
Findest du das lustig? Es ist unübertroffene Logik. Aber diese Logik werden wir in der nächsten Folge verfolgen. Oh. Und damit verabschieden wir uns. Ja, ist schon wieder vorbei. Ich werde immer so traurig, wenn ich das Folgenende sehe. Und nix! Weißt du, noch nicht viel gezeigt, immer so viel gelabert. Ja, so ist es halt nun mal bei so Spielen, das gehört nun mal dazu. Ach, genau. Tschüss.